In diesem Video möchte ich dir erklären, was es bedeutet, wenn eine Hochzahl in einer Potenz negativ ist, also was zum Beispiel 2 hoch minus 3 ist, und vor allem will ich dir erklären, sodass du auch verstehst, warum das so ist. Dafür schauen wir uns erstmal eine Reihe an, und zwar schauen wir uns die Potenzen von 2 an mit den Hochzahlen 1 bis 4, also 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3 und 2 hoch 4. Das habe ich ausgerechnet auf der rechten Seite. 2 hoch 1 sind 2, 2 hoch 2 sind 4, 2 hoch 3 sind 8 und 2 hoch 4 sind 16. Wenn du nicht weißt, wie man darauf kommt, schau dir nochmal mein Video zu Potenzen an, da erkläre ich dir, was eine Potenz überhaupt genau ist. Was man jetzt hier sieht, ist Folgendes. Wenn ich mit meiner Hochzahl um 1 hochgehe, also hier plus 1 mache in der Hochzahl, dann verdoppelt sich das Ganze auf der anderen Seite. Das liegt daran, dass unsere Basiszahl 2 ist. Ja, auch wenn ich von 2 hoch 2 auf 2 hoch 3 gehe, also auch hier die Hochzahl um 1 erhöhe, verdoppelt sich hier wieder der Wert von 4 auf 8. Liegt einfach daran, dass ich ja, wenn ich die Hochzahl um 1 erhöhe, einmal mehr mit 2 multiplizieren muss. Ja, auch bei 3 auf 4 kommen wir mal 2 von 8 auf 16. Wenn wir jetzt negative Hochzahlen verstehen wollen, dann müssen wir das Ganze andersrum anschauen. Wir müssen es so anschauen, ja, was passiert denn, wenn ich mit der Hochzahl um 1 runtergehe, also von 4 auf 3 runter, also minus 1 mache. Naja, dann muss ich im Ergebnis durch 2 teilen, also von 2 hoch 4 auf 2 hoch 3 ist 16 auf 8, heißt durch 2 teilen, also durch die Basiszahl 2. Ja, und das sieht man auch hier überall, wenn ich von 3 auf 2 runtergehe, um von 8 auf 4 zu kommen, muss ich durch 2 teilen. Von 2 auf 1 zurück, wieder durch 2 teilen. Und jetzt kommt was Neues, weil wenn ich jetzt minus 1 rechne auf der linken Seite, dann komme ich zu einer Potenz, die folgendermaßen aussieht. 2 hoch 0. Da wäre jetzt nicht so ganz klar, was das sein soll, aber wenn wir auf der rechten Seite einfach weitermachen und auch dadurch 2 teilen, dann sehen wir, ah, das muss 1 sein. Also 2 hoch 0 müsste 1 sein. Und jetzt können wir das Spielchen noch ein bisschen weitermachen. Wenn wir eben nochmal minus 1 rechnen in der Hochzahl, dann sehen wir, dann wären wir bei 2 hoch minus 1. Und damit es logisch fortgesetzt wird, müssen wir auf der rechten Seite eben weiter durch 2 teilen. Und 1 durch 2 sind halt 1/2. So, und wenn wir jetzt noch weitergehen, nochmal minus 1 rechnen, dann wären wir bei 2 hoch minus 2. Und wenn wir auf der rechten Seite weiter durch 2 teilen, dann landen wir bei 1/4. Und jetzt kann man eine Regelmäßigkeit erkennen. Wenn wir das noch eins weitermachen würden, dann wären wir ja bei 2 hoch minus 3. Und wenn wir 1/4 nochmal durch 2 teilen, dann sind wir bei 1/8. Also 2 hoch minus 3 wäre 1/8. Das heißt, du siehst eine Gesetzmäßigkeit, wie die negativen Hochzahlen mit den positiven Hochzahlen zusammenhängen, weil 2 hoch 3 ist ja 8 und 2 hoch minus 3 wäre 1/8. Das heißt, wir finden folgende Gesetzmäßigkeit. A hoch minus n ist einfach 1 geteilt durch a hoch und jetzt die ganz normale Hochzahl, also ohne Vorzeichen. Das heißt, das Minus in der Hochzahl bewirkt einfach, dass wir einen Bruch kriegen und dann durch die Potenz teilen ohne das Minus. Und eine weitere wichtige Regel ist, egal welche Zahl man hoch 0 macht, es kommt immer 1 raus. Das kann man sich auch überlegen, wenn man jetzt eine andere Basiszahl nehmen würde, zum Beispiel 5. Und bei 5 hoch 1 und 5 hoch 2 ausrechnen würde, was es ist, dann ist es 5 und 25. Heißt, wenn man einen Schritt runter geht, muss man jeweils durch 5 teilen. Und bei 5 hoch 1 gleich 5 ist und wir das durch 5 teilen müssen, um auf 5 hoch 0 zu kommen, kommen wir auch da auf 1. Also das ist eine allgemeine Regel. Irgendeine Zahl hoch 0 ist immer 1. Schauen wir mal, ob du verstanden hast, wie man jetzt mit negativen Hochzahlen arbeitet. Überleg dir mal, was folgende Rechnungen ergeben müssten als Ergebnis. Kurz auf Stopp drücken und überlegen, dann erkläre ich dir hier die Lösung. Also 3 hoch minus 2 bedeutet, das Minus kriegen wir dadurch weg, dass wir einen Bruch schreiben und nochmal die Potenz ohne das Minus hinschreiben. Das heißt 1 durch 3 hoch 2. Ja? Dadurch ist das Minus aus dem Exponenten der Hochzahl weggekommen, indem wir eben das Ganze in einen Bruch gesetzt haben. Und jetzt rechnen wir halt aus, was ist denn 3 hoch 2? Naja, 3 mal 3 sind 9, also landen wir bei 1/9. So, das war die erste Rechnung. Bei der zweiten, 5 hoch 0. Was muss das sein? Naja, egal welche Zahl hoch 0, das kommt immer 1 heraus.
Wenn du jetzt noch weitere Videos zu Potenzen suchst, dann verlinke ich dir hier meine Playlist Potenzen. Da ist alles drin, was du über Potenzen in der Schule wissen musst.